willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir wieder da mit der einzig wahren, der richtig coolen, der unglaublichen Quiz-Show. Die beste, die ihr je gesehen habt, weil wir zwei Sachen miteinander kombinieren. Ich bin Octopus. Spezial daneben! Klatsch doch mal. Du hast nicht auf meinen Octopus reagiert. Ich war gerade richtiger Octopus. Ich mach mit. Nee, du musst Thunfisch. Das sind die kleinen Tiefseesachen, die einen erfüllen. Tiefe Wasser-Syndrom. Heute wieder mit dabei Joey, Jungle, Chewie, Pau, Changa. Du kleines Mistschwein, ich heiße Joeys und mit Nachnamen Jungle. Jessie hat wieder unglaublich tolle Fragen rausgesucht, die aus den Sendungen Quizduell und Genial daneben stammen könnten, es aber nicht tun. Denn sie ist real und hat sich eigene ausgedacht. Wow. Hast du wirklich? Nee. Hast du irgendwelche Online-Blogs nach Quizzes durchsucht? Ja. Ich als treuer Genial daneben-Fan. Genial daneben war immer das hat man 5 Minuten geguckt und dann dachte man sich so, scheiße. Das habe ich nur bei meinen Oma-Opa geguckt. Weil ansonsten ist so, boah, ist das lange her, dass man einfach noch Fernsehen geguckt hat. Ja, das ist crazy. Wenn ihr auch noch Fernsehen guckt, dann habe ich für euch nichts zu sagen. Außer, dass es sich lohnen würde, deinen und meinen Kanal zu abonnieren mit einer Glocke und einen Daumen oben da zu lassen. Besser als Fernsehen. Manchmal. Meistens. Immer. Fernsehen ist schon scheiße. Ja. Heute haben wir nicht den Würfel, sondern wir haben das Rad der Bestrafung. Nein, das ist das Rad der Hoffnung und der Ehre. Das Rad der Hoffnung und der... Das ist scheiße. Hä, wieso? Das Rad der Hoffnung und der Ehre. Doch, man hofft, oh, hoffentlich kriege ich nichts Schlechtes und dann, wenn du das ganze Gurkenwasser trinkst, bist du richtig ehrenvoll. Okay. Wir sind bereit. Ja, aber erste Frage. Wollen wir schon sagen, was wir für ekelhafte Bestrafungen haben? Weil die sind richtig hardcore. Schau, Leute, es gibt sogar Chili. Boah, ich hasse scharf. Letztes Mal wollte Joey ja auf gar keinen Fall eine Zwiebel essen. Wir haben wieder Zwiebel mit dabei. Ja, und Knoblauch auch noch. Heute wirst du endlich diese Zwiebel essen. Vielleicht aber auch heute musst du endlich. Nee, ich hoffe nicht. Und Leute, wir müssen Seife essen, Alter. Das ist richtig krank. Das ist Seife. Torn läuft, Bild ist vorhanden. Ich war schneller als du. Unsere Buzzer sind dieses Mal nicht mit einem Ton, sondern mit einer Bewegung. Joey, was ist deine Bewegung? Meins ist der Oktopus. Und bei mir ist es der Thunfisch. Oh mein Gott, wollen wir das jetzt echt so machen? Wenn es in die Trends kommt, dann muss es doch vernünftig peinlich sein. Die Deutschrap-Fans freuen sich wirklich immer, wenn wir auf Platz 1 und 2 sind, anstatt Capital Bra. Da sieht man richtig, die freuen sich für uns. Die sagen, ey, die haben das verdient. Auf welcher deutschen Insel befindest du dich, wenn du mit dem rasenden Roland fährst? Sylt, Amrum, Rügen oder Borkum? Ich fahr schon. Ja. Amrum. Das ist falsch. Fuck, okay. Sylt. Das auch falsch. Fick dich doch, ey. Ah, Rügen hast du auch gesagt? Habe ich nicht gehört. Ja, dein Fehler. Aber doof, dass wir es nicht so richtig sehen. Oh! Sehr, sehr gut. Das ist echt eklig gerade. Ja, Body Wofür hier. Benutzt man die sonst? Zum Kochen normal einfach? Ich glaube so zum Snacken. Die sind auch. Zum Snacken? Was für komische Menschen denken sich denn, oh, jetzt ein paar Zehen Knoblauch. Ja, vielleicht schmecken die ja überhaupt nicht so krass knoblauchig. Das ist ja meine Knoblauch. Hoffnung. Ja, aber, ne? So. Und? Das ist lecker. Nein! Doch. Nein! Ja. Nein! Gerade dran denken. Oh, du ekliges Schwein! Frage Nummer 2. Also, ja. Ich sag mal so, ich kann starten. Ob du hier bist und nicht. Ja, blöde Ticker. Fotz. Mach bitte einfach, es wird immer schlimmer. Das London Eye ist ein Wahrzeichen Englands. Was ist es? Straße, Glocke, Riesenrad? Oh. Ich habe auch ein Geräusch dazu gemacht, ja. Weil ich so excited war. Das ist easy as fuck. Das ist ein Riesenrad. Okay, scheiße. Keine Zwiebel, keine Zwiebel. Oh. Oh, hallo, das ey, ich hab gewonnen! Au, 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 hör auf, hör auf, hör auf! Da stand nicht 50 Shoes. Da stand nur Shoes. Das Schlimme ist nicht der Schmerz, ja. Sondern die Panik. Ja. Das Geräusch. Und die 0,1% Chance, eventuell zu erblinden. Mhm. In welchem deutschen Bundesland liegt die Stadt Gütersloh? Niedersachsen, Bayern, Thüringen oder Nordrhein-Westfalen? Nordrhein-Westfalen. Ich meine, ich wollte erst Niedersachsen sagen, aber dann dachte ich, ja, Nordrhein-Westfalen. Ich habe keine Ahnung, wo Gütersloh ist. Es ist Nordrhein-Westfalen. Ja! Ich gönn's dir richtig. Cut.
Kartoffel. Leute, wir müssen rohe Kartoffeln essen. Wir haben eben gegoogelt, das ist super ungesund, wenn man rohe Kartoffeln isst. Ja, ich weiß auch, was es hervorrufen kann. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Krämpfe. Das ist giftig. Nein. Das ist ich esse das jetzt nicht. Mal kurz. Das ist ein Nachtschattengewächs. Das esse ich nicht. Real Talk. Das darf man auch Meerschweinchen nicht geben, sonst sterben die. Die wiegen aber auch nur 200 Gramm oder so. Ich bin genauso sensibel wie so ein kleines süßes Meerschweinchen. Das ist widerlich. Was? Das schmeckt jetzt schmeckt scheiße. Jetzt kommt der erste Geschmack vollkommen in Ordnung und schmeckt gar nichts. Und dann kommt der Nachgeschmack gerade. Das schmeckt wie Kartoffelschälen riecht. Scheiße. Das Lied Wer hat an der Uhr gedreht gehört zu welcher Fernsehserie? Benjamin Blümchen, Panther, Tom und Jerry. Pinker Panther, Pink Panther, Pink Panther. Scheiße, so schnell kommst du drauf? Ich hab das geguckt bei meinen Großeltern immer zu Hause. Ich hab das auch manchmal geguckt. Musst du es nicht nochmal auf Deutsch sagen? Der rosa-rote Panther. Ich hab das auch geguckt, aber so schnell kann ich mich doch nicht erinnern. Natürlich. Wer hat... Ja, ich weiß, wie das Lied geht. Ist es wirklich schon so spät? Jada. Nach dem ersten Satz, alles weiß. Ich weiß nicht, wo ich bin, wer ich bin, aber ich weiß, dass du jetzt drehen musst. Okay, 3, 2, 1. Guck mal, so, das ist okay für mich. Mega lecker gerade, ey. Oh, ich habe richtig Bock gerade. Das stimmt mit euch nicht. Boah. Hui. Das war für mich schlimmer zuzugucken, als für dich das zu trinken. Leute, meine Frisur sieht heute einfach scheiße aus. Ich setze jetzt eine Mütze auf. So. Oder sieht das noch schlimmer aus? Sieht mega cool jetzt aus. Wow. Ach, lass mich doch in Ruhe. Die Katze Snowball ist gestorben und die Familie Simpson bekommt eine neue. Wie lautet der Name der neuen Katze in der Serie The Simpsons? Tipsy, Snowflake, Snowball 2 oder Lawine? Ich bin halt echt nicht so der krasse Simpsons-Gucker, deswegen... Ich habe eine Vermutung. Ja, ich auch. Tipsy. Snowball 2. Oh Mann, ey! Oh, das ist so blöd. Seife! Glaube ich nicht komplett schlimm. Kennst du dich damit aus, mit Seife essen? Warum überhaupt Seife essen? Ihr seid doch alle krank, ey. Nee, nein, das ist sie. Manchmal macht die so Sachen, wo man so denkt, hä? Are you human or are you alien and forgot how to human? Das riecht schon sehr nach Klostein, muss ich sagen. Und was sagst du? Lecker. Boah, nee, jetzt ist immer noch schlimm. In welcher TV-Serie kommen die Jungs, Ross, Joey und Chandler vor? Das ist Friends! Eine meiner Lieblingsserien, Leute, habe ich erst am Wochenende wieder geschaut, eine Folge. Noch nie eine Folge von der Scheiße gesehen. Schuss! Wie hättest du das schon wissen können, weil ich habe geguckt. Deswegen kenne ich alle Charakternamen, weil du Friends geguckt hast. Schatz, wir sind ein Paar, aber unsere Gehirne sind trotzdem nicht so krass. Nur weil du sie weißt. Was hängt an der Wohnungstür von Sheldons und Leonards Apartment in der TV-Serie The Big Bang Theory? Dartscheibe, ein Planer, ein Porträt von Stephen Hawking oder ein Kranz? Ein Kranz? Was ist denn ein Kranz? Oh, was willst du denn hier? Du hast ein Spielzeug. Ja. Was ist denn ein Kranz? Sinn ergeben würde ein Porträt von Stephen Hawking, ist es aber nicht. Es ist eine Dartscheibe. Das hätte ich auch gesagt. Es ist eine Dartscheibe. Oh, ja! Shit. Woo! Ciao. Scheiße. Bitte keine Zwiebel. Oh! Zwiebel! Was? Chili. Nein, Chili! Oh, nee! Aber so knapp an der Zwiebel. Oh, ich hasse aber auch scharf. Sind die doll scharf? Okay, ich mach's jetzt einfach. 3, 2, 1. Und jetzt 3, 2, 1. 1. Das ist nicht scharf. Willst du mich verarschen? Das ist eine Paprika. Nee. Es ist null scharf. Hä, ist doch. Es ist eine Paprika. Das ist eine Paprika. Ja, sag ich doch. Obwohl, es ist schon ein bisschen scharf. Das ist scharf. Los, beiß davon ab. Oh ja, stimmt. Oh, hier kommt auch Schärfe. Oh, scheiße. Da sind die Kerne. Los, beiß hier von ab. Hier ist schon scheiß scharf. Nee, jetzt musst du. Oh, auf einen Schlag. Warum war das eben nicht scharf? Scheiße scharf auf einmal. Oh, Mann, das ist Paprika. Oh, das war jetzt echt gut für meine Schärfe. Ja? Dann behalten wir die in der Nähe, wenn die nächste Runde wieder... Halt die Schnauze, es wird nie wieder passieren.
Meine Damen und Herren, es geht weiter in die nächste Runde. Ich frage mich, was wird jetzt für eine Frage auf uns zukommen? Was denken Sie, Joey? Ich frage mich eher, was wird schon wieder für eine Bestrafung auf mich zukommen? Sehen wir gleich nach der Werbung. Was ist eine Sackaufgabe? Oh. Das ist im Mühlenbereich, vor allem im letzten Jahrhundert, oft angewendet, als es halt noch die traditionellen Müller gab. Und da musste man natürlich erstmal das Getreide vor Mühle bekommen. Und da gab es dann einen Seilzug. Und das war dann halt die Sackaufgabe, diesen Sack nach oben zu ziehen durch diesen Seilzug, wo der Sack dran befestigt war. Das erschließt sich mir nicht. Das, was Joey gesagt hat, ist hundertprozentig richtig. Oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, ich bin so geil! Das erschließt sich mir jetzt überhaupt nicht. Die Säcke werden auf ein Gestell gelegt, aufgeschnitten, sodass der Inhalt in den Behälter fällt. Von dort wird das Mehl zur Weiterverarbeitung auf ein Förderband gebracht. Weil dort die Säcke zum Entleeren aufgegeben werden, nennt man den auf der Sammelstelle Sackaufgabe. Mein Opa ist Müller gewesen. Wie cool! Ja, ich habe ewig neben einer Mühle gewohnt. Neben unserem Haus? Ich dachte, das ist das große Haus. Aber das sieht gar nicht aus wie eine Mühle. War aber mal eine. War keine Windmühle, ne? Nee. Es sieht nicht so aus, wie du dir das denkst. Nee, es ist nicht so eine Hollandmühle. Weißt du, dann ist das einfach ein Tisch. Dir geht's echt um diesen Stein. Wow. Dann zieh mal deine Aufgabe. Zwiebel. Zwei Folgen lang versuche ich, dass du eine scheiß Zwiebel ziehst. Wer ist der Erste? Ich. Ah, ist das ekelhaft. Nicht ganz so geil. Aber ist da sowas auch im Salat oder auf einem Burger oder sowas, so eine rohe Zwiebel? Ja, ich weiß, das ist kein Salat. Was für ein Salat? Nee, geh weg, Alter. Leute, ich finde Zwiebeln halt wirklich widerlich. Wie hieß das Gefängnis in der TV-Serie Prison Break, aus dem die Insassen... Hab ich auch nicht geguckt. Purple Plum, Fox River, Steel Cage oder Mountain High? Ich sag hier gar nichts. Ist lange her. Also das Ding ist halt Prison Break, ersten drei Staffeln, voll geil. Aber irgendwann... Nee. Nein. Doch, die wurden dann nochmal weitergeführt, okay, von einem anderen Google. Produkt. Wie viele Staffeln Prison Break gibt es? Fünf. Siehst du? Ja, die fünfte ist die neue. Du hast gerade gesagt, nein, es gibt drei Staffeln, Jesse. Es gab doch nur drei Staffeln und zwei sind dann auch neu gewesen, ey. Ja, das heißt, es gab irgendwann auch nur eine Staffel und dann sind vier neu gekommen. Jesse ist echt schlecht darin, einfach mal einzugestehen, wenn sie einen Fehler gemacht hat. Und redet sich dadurch viel mehr in Rage und macht es viel unangenehmer. Oh, lass es, hast du verdient. Wir haben gar nichts gemacht. Sie missbraucht ihre Machtposition hier. Das wollte ich nur mal gerade sagen. Siehst du, womit ich hier die ganze Zeit arbeiten muss? Purple Plum, Fox River, Steel Cage, Mountain High. Ich fühle Fox... Ich fühle deinen Thunfisch nicht mehr. Fox River, Steel Cage. Das okay, war ein sterbender Thunfisch. Fox. Nee, das wir reden Fox. Jetzt erstmal über den Thunfisch. Besser? Ja. Das mit Fox im Namen. Ja gut, du bist richtig. Und ab geht die Post hier. Zimtschnecke! Du bekommst immer das, was du haben willst. Du so, ich mag Gurkenwasser. Ich kriege Gurkenwasser. Oh, ich mag Zimtschnecken. Ich kriege jetzt Zimtschnecken. Was soll denn das? An welchem Körperteil wird ein sogenanntes Labré-Piercing üblicherweise angebracht? Labré? Zunge, Augenbrauen, Lippe oder der Klitoris? Wer war's? Es ist im Bereich der Zunge. Ich sage, es ist Lippe und es wird nicht Labré, sondern Labret ausgesprochen. Oh, fuck, du ich habe eine Freundin, die das mal hatte. Wenn ich so getäuscht werde, was soll ich da auch machen? Labré Piercing, los, zieh mal deine Strafe. Lecker Zwiebel für dich. Lang es geht. Oh. It's the chili! Jetzt ist es Dumbledore! Severus Snape! Es brennt unglaublich! Und brennt! Es ist on fire! Das ist wirklich schlimm gerade. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Tja, leider ist die Mann im Mensch. Das ist wirklich eine Mann leer. Schlimm. Und gemeinsam aus und werden den Schmerz da
wegschieben. Halt die Fresse jetzt! Ja. Boah, der heult richtig! Leute, ich hab den noch nie heulen sehen, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ihr versucht es noch ein bisschen cool zu überspielen. Gib mir noch ein Wasser. Was? Willst du eine Maiswaffe? Ist gar nicht so einfach hier rauszukriegen. Oh, ich hab sie verloren, sie ist mir aus der Hand gerutscht. Ich glaube, die unteren sind die besten. Mal ganz unten, ob ich an die rankomme. Halt die Fresse jetzt, gib mir meine scheiß Reiswaffe! Hör nicht auf, es tut so krass weh! Mal voll schnell! Deine Maiswaffe schmeckt gut. Ich sag ja, die unteren sind die besten. Warum habt ihr so die Ruhe weg? Ja, so richtig am Ende, Leute. Dem geht's richtig scheiße. Alles toppy. Die Zwiebel, die wirkt gegen Schärfe sehr gut. Fick dich! Warum war das so viel schlimmer als eben? Das ist echt krass, ey. Boah. Halt die Fresse. Ich muss gerade die ganze Zeit so ein bisschen Wasser nachlegen, weil der Schmerz sonst wieder anfängt. Aus wie vielen Zähnen besteht das menschliche Milchgebiss? 10, 30, 20 oder 25? Ich sag 25. Das ist falsch. Oh, geil. Geil! Schön! Weißt du was? Scheiß auf die Zwiebel. Ich will, dass du die Chili bekommst. Schnecke, Zimt, Schnecke, Zimt, Schnecke, Zimt, Schnecke. Schuss! Oh, das war Kopfschuss. Oh, oh mein Gott! Boah, das war richtig. Oh! Oh mein Gott! Hör auf! Das war genug! Das ging genau hier hin! Gerade durch meinen Mund kommt. Seit wann kannst du so gut zielen? Was bedeutet in der Jugendsprache 31er? Ein 31er ist ein Verräter. Der 31er ist jemand, der seine Leute hintergeht. Ein Huch sozusagen. Ich nicht wusste. 31er könnte ein Codewort für V-Mann sein, irgendwie sowas. Irgendwas mit Paragraph 31, keine Ahnung. Ich hätte mir jetzt gedacht, es gibt ja das Spiel Lügenmax, wo man immer die nächsthöhere Zahl haben muss. Die schlechteste davon ist 31, weil es gibt mit zwei Würfeln keine Zahl, die niedriger ist als 31. Außer 21, aber das ist ja sozusagen der Jackpot beim Spiel Lügenmax. Ja, und deswegen ist eine 31 ein Loser. Wäre voll traurig, wenn die das daher haben. Paragraph 31 des Betäubungsmittelgesetzes besagt, dass die Strafe gemildert werden kann, wenn der Angeklagte zur Aufklärung der Tat beiträgt. Über einen Liedtext im Hip-Hop zog der Begriff 31er auch in die Jugendsprache ein und steht dort für einen Verräter. Ich hatte die richtige Definition und die richtige Herkunft. Nein! Gerade so, ja. Das wäre die krasseste Genugtuung, wenn ich jetzt die Zwiebel kriege zum Ende. Das Finale. Yes. Du. Du Arschloch. Du findest das nicht mal schlimm? Ich hab mich eingeatmet einfach. Oh, okay, das war krass. Schön. Es ist so toll. Es ist schön. Also wenn jedes Quizial daneben so nervig wird, überlege ich es mir, ob ich beim nächsten Mal da bin. Leute, ihr könnt ja mal ein paar Bestrafungen in die Kommentare schreiben und Vorschläge machen, was wir nächstes Mal so machen. Aber seid lieb, sonst bin ich sonst nicht mehr dabei. Er weiß das ja gar nicht. Doch, ich krieg das schon raus. Ich hasse Zuckerwatte. Es gibt nichts Schlimmeres als Cookies für mich. Bitte keine Pizza, bitte. Wirklich. Schokolade. Wir können uns jetzt wiedersehen bei Joey auf dem Kanal oder natürlich auch auf Instagram. Nee, auf meinem Kanal, denn wir haben ein cooles Video gedreht. Schaut euch auf jeden Fall an. Unsere Instagram-Accounts sind auch eingeblendet. Abonniert Joeys Kanal, wenn ihr mehr von ihm sehen wollt. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und die Glocke aktivieren. Ich sehe ganz genau, wie viele von euch das gemacht haben. Tschüss.